Der Humor, eine gottverdammte Suche. Eine Lesung in 42 Kapiteln. Wie besessen von der Vielfalt der aufgereihten Farbkübel, vermengt und vermischt er die zähe Masse mit einem Holzkeil. Hastig tunkt er den Pinsel in die Kübel, schleudert die Farbe verachtend gegen die Leinwand. Es bleibt ihm keine Zeit, die Wände zu betrachten. Hektisch senkt er zwei Pinsel zugleich in die Masse und wirft die Farbe gegen die Wand. Die graue Masse tropft dickflüssig auf den Boden, fließt über seine Hand, kriecht unter sein Hemd. Er bemerkt es nicht. Von schwarz bis weiß in der oberen, von weiß bis schwarz in der unteren Reihe hat er eine beachtliche Auswahl zur Verfügung. Er erhöht den Schwarzanteil oben und verschiebt den Weißanteil unten. Er liebt es, mit dem Grau alleine zu sein. Nichts verabscheut er mehr als Gesellschaft und Kommunikation. Ein leichter blauer Schimmer am oberen Rand der Reihenwand erregt jetzt seine Aufmerksamkeit. Er blinzelt argwöhnisch, als hätte ein Sonnenstrahl diese Farbe zum Leuchten erweckt. Hier drinnen gibt es keinen plötzlichen Lichteinfall. Er arbeitet in einem geschlossenen Raum. Ein verlassener Geräteschuppen oder ein gezimmerter Heuschober von einer Neonröhre mit 5500 Kelvin autark beleuchtet. Das Grau kommt unverfälscht zur Geltung. Hier kann sich die Tristesse ausbreiten und wenn er das Dach öffnen würde, könnte sie ungehindert hinausströmen. Er tunkt einen Stofffetzen in den Farbkübel, schleudert ihn, ohne den Stoff auszubringen, schwungvoll gegen das vermeintliche Blau, greift einen weiteren Fetzen, sein Taschentuch, seine Socken, tastet den Boden nach saugfähigem Material ab. Als er nichts mehr findet, kickt er den Farbkübel mit einem kräftigen Tritt an die Wand. Na, er muss lachen über sich selber, über seinen Wahn, jeden Anflug von Farbe umgehend beseitigen zu müssen. Das Blau hat ausgedient. Er geht in die Knie und lässt sich in die Farblache fallen. Cut! Blafft eine Stimme mit garantiertem Unterton. Das ist doch kein Anfang. Das ist düster und trist. Ich verweise auf das Wort Lachen. Und auch einen Sonnenstrahl habe ich, wenn auch als nicht existent zumindest erwähnt. Immer dieses Wenn. Mokiert sich die Stimme. Verzichten wir einfach auf das Wenn. Schaffen wir einen Sprach- und Schriftgebrauch ohne das Wenn. Ich schweige. Wer redet überhaupt von uns? Ich sitze alleine in meinem angestaubten, unaufgeräumten Arbeitszimmer. Ich denke allein. Ich formuliere Sätze. Jeden Tag ein neuer Text. Tragende Worte über Alltagspetitessen. Jeden Tag diese Rubrik füllen. Die Anzahl der Worte ist vorgegeben. Kurz und knapp soll es sein, der Inhalt variabel, ein wenig zumindest. Mein grinsendes Konterfei unter dem Schlusspunkt altert nicht, es existiert seit Jahren unverändert. Die Generation YouTube wird mich bald überfluten, meine Geschichten wortlos hinfortspülen, aber bis dahin tippe ich ungerührt weiter. Das Wenn ist zu einer untippbaren Kombination geworden. Ich will mir meinen Ärger nicht anmerken lassen, während mein Finger den Buchstaben N immerzu palpiert. Die Stimme ist allgegenwärtig. Ich kann sie nicht fassen, nicht einmal ausmachen, aus welchem Eck sie ertönt. Aber ich spüre sie in jedem Winkel des Raumes. Versuche sie zu ignorieren und stoisch weiterzuschreiben. Erneutes genervtes Räuspern über meiner Tastatur. Das macht einen noch depressiv, faucht es über mir. Fehlt nur noch der Regen. Also wenn ich das Wetter nicht mehr selbst bestimmen kann. Das Wenn ist bereits gestrichen, feixte es über meinen Tassen, bevor ich den Satz beenden kann. Ich bestimme das Wetter, wie ich will. Und wenn es regnet, regnet es. Ich liebe den Regen. Ich drücke die Tasten nieder, das Wort Regen. Und nochmals. R, E, G, E, N. Die Tasten blockieren. Ich will mich nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich drücke meine Finger in die Buchstaben und spreche laut und deutlich. Es nieselt, es tröpfelt, es trieft, es perlt, es prasselt, es fließt in Strömen, es schüttet, es schifft, es gießt. Es kommt so richtig was runter, aber so richtig. Keine Reaktion. Ich warte. Bohre meine Finger in die Arbeitsplatte des Schreibtisches,
drücke mit der Kraft meiner Unterarme in und gegen die Platte. Ich bin weder schizophren noch leide ich unter Wahnvorstellungen. Ich glaube nicht an eine innere Stimme und verabscheue den Hausverstand. Eine zynische Wortkreation einer großen österreichischen Supermarktkette, die sich seit einiger Zeit in Form einer vermeintlich locker auftretenden jungen Frau in biederem Outfit überall aufdrängt, um dämliche Schlussfolgerungen zu ziehen, die niemand hören oder lesen will, aber unweigerlich hört, liest und sieht. Wer bist du und was willst du? Ich werfe diese Frage nicht zum ersten Mal lauthals und erbost in den Raum. Ich schmettere sie an die Wand. Beim nächsten Ton schleudere ich sie gegen die Decke. Ich schreie. Ein sich mir näherndes Surren durchbricht die Stille. Ich verscheuche die Fliege mit der Hand. Das Surren entfernt sich. So einfach ist das mit Eintagsfliegen. Aber wie werde ich diese Stimme wieder los? Das Surren kehrt mit dem nächsten Anflug des Brummers zurück, zieht links an meinem Kopf vorbei und entfernt sich im gleichen Tempo. Ich greife eine der Zeitungen, die sich unter meinem Schreibtisch stapeln, rolle sie zu einer Art Schlagstock und zermalme in Gedanken das Insekt am Fensterglas. Die Stubenfliege surrt durch die geöffnete Balkontür nach draußen. Meine Hände entspannen sich, die Zeitung fällt auf den Boden. Ich wende mich wieder den Buchstaben zu. Eher den schwarzen Tasten. Die beleuchteten Buchstaben darauf sind kaum noch auszumachen. Das Licht scheint durch, dort, wo der schwarze Belag abblättert. Lediglich Buchstabenfragmente erkennt man noch. Ich tippe mit zwei Fingern, suche die Buchstaben auf den Tasten. Eine effiziente Technik habe ich nie erlernt. Meine Finger lassen sich nicht besser koordinieren. Ich kann mir die Anordnung der Buchstaben nicht merken. Etwas in mir sträubt sich gegen diesen simplen Lernprozess. Na, vielleicht hilft das langsame Abrückeln der Tasten beim Einprägen der Position jedes einzelnen Buchstabens. Nur das Q und die Umlaute sind noch klar zu erkennen. Der Rest ist ein Buchstabentrümmerfeld. Die Krallen eines Marders kratzen auf der Zimmerdecke. Er bewegt sich sprunghaft unter dem Dach. Das Aufsetzen seiner Pfoten ist laut und unregelmäßig. Mit regelmäßig wiederkehrenden Geräuschen komme ich besser zurecht, aber dieses Springen hat keinen Rhythmus. Es reißt mich nach Sonnenaufgang aus dem Schlaf und begleitet mich durch den Tag. Den Marder einzufangen habe ich aufgegeben. Gesichtet habe ich ihn ohnehin noch nie. Er kommt und geht, sein unstetes Schaben und Scharren ist zu einem ungewollten Begleitgeräusch geworden. Meine Gedanken folgen seinen Sprüngen. Er hebt ab und setzt auf. Sein leichtes Gewicht auf gepolsterten Pfoten wäre noch auszuhalten, aber seine langen, harten Krallen taktieren mein Nervengewand. Diese Krallen, die bohren sich in meine Kopfhaut, reißen sie blutig, verfangen sich in meinen Haaren und rupfen sie büschelweise aus der Haut. Reflexartig fasse ich mir über den Kopf. Unverändert, kein Haar fehlt, kein Bluttropfen rennt. Ich fühle nur Krusten vom nervösen Hantieren, wenn die blockierte Tastatur meine Hände am Tippen hindert.